Hallo liebe Freunde, wir sind zurück im Daily Ranking. Eigentlich wollte ich heute euch ein bisschen Atlas Reactor zeigen. Dummerweise ist es gerade 12:30 am Mittag und da spielt irgendwie keiner Atlas Reactor. Ich wollte ein Ranking dort starten und da stand Erwartete Queue Time um die 230 Sekunden. Was ich mir dann doch irgendwie nicht geben wollte. Oh shit. Uiuiui, das war knapp. Deswegen müsste ich leider erstmal mit Rocket League vorlieb nehmen. Ich habe leider gestern vergessen aufzunehmen, dass ich Atlas Reactor zu einer Zeit aufnehmen können, wo ein bisschen mehr los ist. Da wäre das mit der Q-Time auch nicht ganz so bitter gewesen, glaube ich. Und irgendwie habe ich hier auch noch so einen komischen Boost und warum fahre ich eigentlich Dominos? Ich habe nämlich gestern mit Lumida, die ihr schon kennt aus meinen Dota-Videos, ein bisschen Rocket League gespielt. Die hat ganz neu angefangen. Und da habe ich nur also mein Fahrzeug geändert. Oh. Das soll ein Passspiel in die Mitte werden. Hat nur so halb funktioniert. Also vielleicht doch ein bisschen. Zumindest haben sie es nicht direkt mit Schwung rausgekickt. Ah, der war zu hoch. Schauen wir lieber zurück. Bei dem Ansturm, den wir gerade auf unsere Richtung haben. Ja, das ist doch wieder alles umgekippt. Doch kein Ansturm mehr in unsere Richtung. Ja, deswegen komische Autoeinstellung. Werde ich dann gleich noch ändern. Und und Rocket League anstatt Atlas Reactor. Das tut mir wie gesagt leid. Oh, ja, jetzt fliege ich auch noch. Ach ne, er sitzt halt auf mir und dadurch kann ich nicht springen. Schlechte Positionierung und schlechte Reaktionen. Da bin ich noch hinterhergesprungen für den Fall, dass ich es nicht sehe und irgendjemand den noch gerade rausklären kann. Deswegen hätte er ihn wirklich noch rausgeklärt, wäre mein Arsch, glaube ich, im Weg gewesen und hätten wieder reingekickt. Das war einfach nur meine. Ich wollte das Tor nicht stehlen. Wenn ich dagegen komme, fände ich es zwar nicht so schlimm gefunden, aber ich wollte das Tor trotzdem nicht klauen. Huch, jetzt fange ich an zu lecken oder was? Irgendwie war es gerade ein bisschen glitchy. Ja, sehr schön. Sehr schön getroffen. Den will er doch nehmen, oder? Ja, genau. Oh shit. Ich hab mir jetzt genau reingelegt. Von mir habe ich gerade ein bisschen Frosch im Hals. Aber krank werden sollte ich eigentlich nicht schon wieder. Da muss ich schnell ran. Das Ablegen ist nicht so geil. Ihr müsst mich auch mal rauskommen lassen, Jungs. Ihr könnt nicht immer nur alles für euch. Ja. Für euch machen. Es steht halt keiner zurück. Das ist ein bisschen kacke. Wenn ich dann mal was mache und der fährt halt nicht ins Tor, sondern direkt in den Ball, was totaler Humbug ist. Und dort war ich dann irgendwie unfähig zu sehen, wie der Gegner schießen wird. Sonst hätte ich springen können, hätte ich ihn gehabt. Ja, schade. Jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass ich keinen Breakout fahre und dass er sich ein bisschen anders handelt. Ach, verdammte Kacke. Ach Gott, erwischt ihn halt doch nochmal. Erwischt ihn halt doch nochmal beim Runterfallen. Ich dachte halt schon, okay, vorbei, kann ich ranfahren. Mhm. Ach Mann.
spielt halt wieder das eigene Team aus mit sowas. Das ärgert mich doch. Dass er dort irgendwie beim Runterfahren den nochmal mitnimmt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, ich vermute mal nicht, aber das ist trotzdem kacke hoch 10. Er ist auch wieder der Wir haben es gut zusammengespielt. Ich wollte gerade sagen, er macht den in komischen Winkeln, aber sie haben zumindest gut zusammengespielt. Und dann mal auch mal einer da, um reinzumachen. Vielleicht, ich bin halt doch irgendwie eher Goalie. Flop, flop, flop. Ja, wo ist denn der andere? Der fährt nämlich nicht im Tor rum. Oder irgendwo Richtung Tor rum. Deswegen werde ich mal lieber ein bisschen hinten. Oh, Schirrels. Über einen habe ich drüber geluft gekriegt, über den zweiten nicht. Oh Gott! Ach, jetzt fahr doch raus. Balkan Rider, aua. Ja, okay. Sehr gut abgewehrt. Dachte ich auch, er ist wieder total vorbeigesprungen und dann korrigiert das mit Luft noch. Eventuell bin ich sogar ein bisschen zu unskilled hier, zumindest was das Fliegen angeht. Du Goblin-Twitcher, hau rein. Oh, das war deine Chance. Oh, oh. Oh nein! Oh, ich stand völlig falsch. Oh, fuck. Ich stand halt so seitlich, komisch, weit weg vom Tor. Oh. Scheiße. Das war mein Ding. Den habe ich versaut. So, jetzt wechseln wir kurz das Auto. Und da sind wir auch schon wieder mit dem Breakout jetzt unterwegs. Ich habe nur mal die Dot-Matrix drauf gemacht. Und los geht's also. Neue Runde, neues Glück. Ach. Warum springt man denn so? Oh, wow. Den hat er krass reingeklickt mit der Ecke. Ah, er hat sich noch gedreht in der Luft, deswegen. Ich bin gerade ein bisschen unfähig. Ach nee. Ja, und wieder, es steht genau da, wo ich hinschießen will, einer. Oh Mann. Und da steht noch einer. Ja, in der Mittellinie, das brauche ich da nicht hin. Nützt ja nichts. Da bin ich dagegen, dass ihr den so einfach kriegt. Oh, hätte man halt schon mal machen können. Stellt keiner im Tor. Ansatzweise. Schade, schade. Schokolade. Haben sie den da selber verlängert? Nein, ist nicht. Haben die noch gekriegt. Sag mal, danke. Und ganz netter Schuss. Aber das war mehr oder weniger zufällig aufs lange Eck, muss man ja leider mal sagen. Wo ist er denn hingefahren? Er ist nicht mal an die Seite gefahren. Oh, dann mich gekillt. Und dann hat keiner den Ball genommen, der schön langsam vor das Gegnertor fällt. Och, Jungs.
So eine schöne Vorlage. Und keiner nimmt den. Versucht's nicht mal. Oh, das ärgert mich. Ich hab mich quasi geopfert für die Vorlage. Ja, aber die Vorlage nimmt auch keiner. Obwohl die richtig schön ist. Oh, da komm ich nicht ran. Uiuiui. Lol. Das ist da dann versprungen. Da nochmal schön anzusehen. Hui, daneben. Oben drüber geflogen. Sah ein bisschen lustig aus. Oh, da kommt schon wieder so ein Glücksball. Nee. Doch nicht solche Sachen. Ah, der kommt jetzt endlich erwischt. Hat mich irgendwie gar nicht erwischt optisch. Aber die Hitbox haben wir drauf. Geh doch. Geh doch. Jetzt drücken sie ihn aber rein, ey. Einen nach anderen. Der macht sogar selber. Er war noch ein bisschen schneller. Ach ne, Moment, war nicht. Er hat ihn berührt noch. Boah, er snackt ihn halt echt noch ab. Er snackt mir echt noch weg. Den habe ich bitte ein bisschen bitter weggeknatscht. Da kann man sich mal entschuldigen. Jetzt stehen sie alle beide in der Ecke. Das ist doch scheiße schon wieder. Aus irgendeinem Grund funktioniert das bis jetzt zwar, aber die gehen beide immer richtig gut klärt, funktioniert das nicht mehr. Okay. Ich dachte schon, den nimmt er jetzt. Voll gegen die Wand. Ich habe mir den großen Boost. Mal kurz zur Seite, nicht dass er hier in der Mitte rumkullern bleibt. Ach nee, der Ball fällt wieder schon so schnell runter. Ich verstehe das manchmal nicht. Oh shit. Jetzt haben wir gerade alle drei den Ball hinterher. Das ist schlecht. Wenn die Panik aufkommt, schlechtes Zeichen. Jetzt lass doch mal jemand anderen spielen und nicht immer du querfliegen. Au. Da kommt nicht mal eine Entschuldigung. Alles klar. Wie gesagt, anstatt mal irgendwie zu rotieren, springt er jeden Ball hinterher. Der Harvey Racer. Alter. Das regt mich auf. Meine Fresse, das regt mich echt auf, jemand, der einfach an jeden fucking Ball springt und jetzt den Teammates wegklaut. Das ist so ein Symptom irgendwie, das haben Rocket League-Spieler, die sich für gut halten. Dass sie wirklich ständig rumspringen. Hey, wir sind Challenger 3 geworden im Solo-Ranking. Schauen wir doch mal, was jetzt noch kommt. Oder ob wir direkt wieder demoted werden. Das sind beide Mitspieler von mir, die noch fehlen. Okay, und wir sind wieder im Party-Ranking. Hier habe ich, wie gesagt, zwischendurch schon mal ein bisschen gespielt. Also ich habe genau eine Runde gespielt und habe dadurch natürlich einen Rank-Up auf die Challenger Elite bekommen. Deswegen fahren wir jetzt gerade in Challenger Elite rum. Habt ihr, glaube ich, im ersten Spiel schon mitgekriegt, fällt mir gerade so ein. Die war nämlich auch Challenger Elite. Und da ist wieder so ein Kandidat, der einfach jeden Ball anspringt. Wie gesagt, jeden Ball anspringt. Warum? Warum springst du da ran?
Fahr doch ins Tor, fucking. Also ich sag mal, es war nicht schlau, dass ich dort so dann noch rumgestanden habe, mehr oder weniger. Er fliegt wirklich jeden Ball an und trifft die dann nicht mal. Mann! Okay, den hat er besser geklärt als ich. Das ist halt wieder schon ein 0-1 hinten, ey. Ärgerlich. Wir sagen mir nicht, dass er den jetzt wieder zurückkickt. Er sieht doch, dass ich dort fliege. Willst du mich verarschen? Wecki TV, was soll das? Was bringt dir das? Ne, der wird geklärt. Wir sind alle vorne gerade. Respekt dem eigenen Mitspieler gegenüber, dass er den schon machen wird. Fehlt ein bisschen. Und vor allem der Respekt, dass man mal ins Tor gehen muss irgendwann. Achso, ne, er macht's. Der ist schon Drop. Der war ganz nett geflogen. Und der Pass in die Mitte, der nicht ansatzweise da ankommt, wohin soll. Der quetscht den halt wieder durch. Ja. Weiß nicht. Den habe ich irgendwie wieder keine Ahnung, wie. Okay, da bin ich selber an so einen dummen Ball rangesprungen. Aber shit. Ach, Wacky TV, da stehst du. Sehr gut. Okay, ja, fährt einfach nicht an. Nice. Wow. Der fällt mir dazu echt nicht ein. Ach, der steht auch rum. Wow. Jungs, das ist ja nicht euer fucking Ernst, oder? Vorfällt das nicht? Nein, ich spiele es zu Ende. Warum fährst du da von der komischen Seite rein? Warum? Ich raff's nicht. Er springt einfach von der Seite rein, dass er im Zweifel in unsere Richtung fällt. Okay, hab ich genau gerade auch gemacht. Ja. Und der Wacky TV kann kein Goalie. Null. Der kann ihn einfach nicht. Springt viel zu spät hoch. Das ist aber schon lange vorm Tor. Der fliegt auch nicht dabei. Im Goal. Ach, fuck. Den hab ich abgefuckt. Oh Mann, das reg ich wieder auf, ey.
Ich hätte auch gerne mal solche Teammates wie im Gegnerteam, die einfach immer alles treffen. Das ist gut funktioniert. Die spielen halt immer weg von mir. Ja, jetzt. Wow, er hat das Timing gefunden zum Rangehen. Ja, nur das kann er da auch nicht überraschen. Ja, geht doch. Wow, guckt mal, und schon funktioniert das, wenn man irgendwie miteinander spielt und guckt, wo die Leute sind. Krass. Blockt mich halt. Ah, da kann ich nicht ran. Auf jeden Fall bin ich erst nicht schnell genug. Der geht aufs Tor. Der geht aufs Tor. Wisst ihr? Hätten wir von Anfang an so gespielt, wäre das locker drin gewesen, anstatt wie panische Hühner durch die Gegend zu fahren. Das waren nämlich gerade die Gegner. Und weil sie haben nicht mehr genug Zeit, um das alles aufzuholen. Und der kann. Der kriegt zumindest den Hit nochmal hin vom Wall Dribble. Er kriegt den Ball von der Wand und hittet den dann nochmal. Das ist auf jeden Fall schon deutlich besser, als was irgendjemand sonst hier in dem Spiel kann. Damit hat der es auch eindeutig verdient. Der hat die durchgecarried, die Gegnergruppe. Der gehört hier eigentlich nicht in die Runde. Der ist wahrscheinlich irgendwo Rising Star oder Shooting Star oder so schon fast. Irgendwas in der Gegend. Das ist halt eine Random-Gruppe gegen eine abgesprochene Gruppe. Na gut, aber wie gesagt, man hat es gesehen, am Ende haben wir es eigentlich doch noch hingekriegt. Wir hätten bloß von Anfang an und konstant so spielen müssen. Dann wäre das drin gewesen. Ja, der Sari gehört hier nicht rein. Der hat mit Sicherheit in seinem Solo-Ranking ein ganz anderes Ranking. Und der Wacky TV gehört eigentlich immer noch weiter runter, weil der kann nicht mal das Tor verteidigen. Aber was soll's. Wie gesagt, am Ende lief es eigentlich ganz gut. Schade, dass das dann so ausgegangen ist. Bis morgen.